die Völlerbombe serviert. Fußball ist eben Schaugeschäft und unser Kollege Ludwig Ewerts war dabei. Heute Mittag um 13 Uhr. Journalisten warten auf Werders neuen Mann. Dieter Schlindwein, 25-jähriger Abwehrspieler von Waldhof Mannheim, hatte gestern überraschend einen Dreijahresvertrag in Bremen unterschrieben. Der schnellste Transfer in der Vereinsgeschichte. Aber die Zeit drängte ja auch und die Verletztenliste von Trainer Otto Rehhagel wird immer länger. Als Manager Willi Lemke dann erleichtert Dampf abbläst, ahnt hier noch niemand den eigentlichen Coup des Tages. Die Katze ist aus dem Sack, als diese drei Herren die Szene betreten. Armin Dassler, Sponsor und Chef einer bekannten Sportartikelfirma, Werder-Präsident Dr. Böhmert und Rudi Völler. Zum Vertragspoker hatten sich die Beteiligten ab 10 Uhr ins stille Kämmerlein zurückgezogen. Ganz ohne Presse. Manager Willi Lemke wollte sich nicht nochmal so blamieren wie in Mexiko, als der 26-jährige Stürmerstar Verein und Sponsor einfach abblitzen ließ. Mit seinem Sponsor ist Völler nun lebenslänglich verbunden. Bei ihm ist er gleich nach Boris Becker der zweiteuerste Sportler auf der Gehaltsliste. Der Pferdefuß für Werder? Völler kann trotz Vertrag gehen, wann er will. Auch wenn der Manager das mit viel Worten vornehm umschreibt. Wenn Rudi uns eines Tages wirklich verlassen will, bis 1990 gilt ja sein Vertrag, aber wenn er zwischendurch irgendwann unbedingt den Verein verlassen will, dann wird Herr Rehhagel und das Präsidium ihm keinen Stein im Weg legen. Ärgern werden sich in jedem Fall auch die Bayern, die Völler auch haben wollten. Ja gut, was heißt Ärger? Ich meine, bei München, das ist so eine starke Mannschaft. Das haben wir jetzt wieder gesehen bei dem Turnier in Gladbach. Die können auch so Meister werden, ohne dass ich das spiele. Die sind wirklich sehr stark und haben auch sehr gute Stürmer. Zum anderen war natürlich der Reiz da, aber für Bayern München zu spielen, ist ganz klar. Ich habe mir schon meine Gedanken gemacht. Das ist klar, jeder wird mal gerne bei Bayern München spielen. Und Dieter Schlindwein heute im Schatten von Superstar Rudi weiß über seine neue Rolle bei Werder noch nichts Genaues. Ich kann mehrere Positionen spielen. Wunschposition ist Libero oder Vorstopper. Ihr Tipp für die Meisterschaft? Ja, Werder wird Meister. Das bleibt bei so einem Anlass natürlich unwidersprochen. Das Ganze muss natürlich auch finanziert werden und nun kommt schon die erste Quittung. Für das Schlagerspiel gegen Atletico Madrid werden die Sitzplatzkarten um rund 40% teurer, melden heute Agenturen von 35 auf 50 Mark. Und zusammen mit Werbeeinnahmen und Fernsehrechten dürften dann für Werder bei diesem Schlagerspiel über 1 Million Mark rausspringen. Wahrscheinlich das beste Ergebnis in der ganzen Saison. Und jetzt machen wir Nachrichten. Die erste beginnt in der kommenden Woche, am kommenden Wochenende. Wie weit ist denn die Weltmeisterschaft in Mexiko schon von Ihnen entfernt? Ganz vergessen? Ja gut, ganz vergessen kann man natürlich so ein Erlebnis nicht. Ne? Das wirkt immer noch ein bisschen nach. Man wird oft darauf angesprochen. Man liest immer wieder was von. Also im Prinzip hat man natürlich auch eine gute Erinnerung, deshalb ist es sehr angenehm. Wir wollen uns und die Zuschauer nochmal daran erinnern, indem wir Ihre drei Tore zeigen dort. Ja. Das ist sicherlich sehr angenehm, die zu sehen. Die waren alle drei recht spektakulär. Willi Lemke schaut sicherlich ebenso gerne zu, obwohl Sie es live gesehen haben, nehme ich an. Das erste im Spiel gegen Schottland, das Deutschland ja 2:1 gewonnen hat. Bumm. Ausgleich zum 1:1. Da war der Franz noch nervös. Dann das wunderbare Spiel gegen Frankreich. 2:0 nach Vorlage durch Alofs. Wir sehen das nochmal in Zeitlupe. Und den vierten Knüller sollten Sie da in Mexiko eigentlich für Werder Bremen, Ihren Verein, ganz alleine bringen. Da hatte der Manager Willi Lemke viele Kollegen eingeladen und gesagt, heute unterschreibt Rudi Völler bei uns einen Vierjahresvertrag. Viele waren skeptisch, einige haben es geglaubt, wir auch. Wir waren mit der Kamera da, könnte man noch mal vorspielen, wollen wir aber nicht machen. Und Rudi Völler kam nicht. Da haben Sie nicht so gelacht wie jetzt. Nein, ganz sicher nicht. Ich war da sehr erschrocken und sehr traurig im ersten Augenblick, aber Rudi hat es uns dann erklärt. Warum? Wie haben Sie es erklärt? Ja gut, es ist relativ einfach. Wir waren uns da eigentlich im Prinzip einig, vor allem mit Puma waren wir uns einig. Es ging dann nur mehr oder weniger, warum ich es dann nicht gemacht habe. Es waren noch
kleine Dinge zu erledigen oder zu klären, was den Vertrag mit Werder Bremen betrifft. Und das war halt in der kurzen Zeit, in der Herr Lemke und ich zusammen waren. In Mexiko war das nicht möglich. Ne? Das ging also nicht jetzt von einer Nacht auf die andere. Da muss man sich das nochmal genau überlegen. Und das war dann halt auch der Hauptgrund. Ne? Nun haben Sie das richtig überlegt, nochmal einige Wochen in Ruhe, nehme ich an. Und jetzt Mitte letzter Woche unterschrieben. Fest überzeugt, dass es richtig ist. Natürlich, ich glaube da sowieso eigentlich relativ wenig Alternativen, sagen wir mal so. Gut. Keine Angebote aus dem Ausland? Frankreich zahlt jetzt ihre Summen, Italien? Sicher, man. Italien ist halt die Lage so, dass halt im Moment noch die Grenzen zu sind. Mhm. Da weiß man sowieso nicht. Im Moment sieht es aus, dass nächstes Jahr aufgemacht werden, aber das weiß auch keiner genau. Und gut, Frankreich hatte ich gute Angebote, aber das, muss ich ehrlich sagen, kam für mich eigentlich nicht so sehr in Frage. Ich bin mehr der Typ, so, der mehr so ein bisschen die Atmosphäre braucht, das Flair in den Stadien. Das ist halt in Italien viel mehr gegeben. Ne? Und gut, wie gesagt, ich habe zwar jetzt den Vertrag unterschrieben für 4 Jahre bei Werder Bremen, das halt beinhaltet, dass ich sicherlich in Deutschland nicht mehr für den Verein wechsle. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass ich trotzdem mal irgendwann ins Ausland gehe. Sie haben ja ein gutes Vorbild in dieser Entscheidung mit Uwe Seeler, der auch in Hamburg geblieben ist, viel, viel früher. Da war das Wechsel noch nicht ganz so üblich wie heute und er hat es nie bereuen müssen. Sie sind in einer ähnlichen Lage. Rechnen Sie auch auf die Dankbarkeit des Publikums, die den Schritt von Uwe Seeler bis heute anerkennt? Ja gut, zum Teil eigentlich nur. Man, gut, letztendlich wird natürlich entscheidend sein, auch wie ich dann bei Werder Bremen Fußball spiele. Ne? Ich meine, gut, sicherlich freuen sich die Leute, dass ich da bleibe, aber ich muss natürlich trotzdem meine Leistung bringen. Wenn in Bremen und auch in der Nationalmannschaft, wenn ich da keine Leistung bringe und die Tore bleiben aus, dann danke Sie mir natürlich nicht. Wären Sie vielleicht froh gewesen, wenn ich ins Ausland gegangen wäre. Ne? Dann ist ja immer noch Zeit. Sicher, ja. Willi Lemke, Ihnen ist sicher ein Stein vom Herzen gefallen und für Sie ist das eigentlich, meine ich, die ganz große Tat der letzten Saison gewesen, Rudi Völler für 4 Jahre weiter an Werder Bremen zu binden, gar nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn er zu Bayern München gegangen wäre beispielsweise. Ja, da von wollen wir jetzt lieber nicht reden, weil das schon ein rotes Tuch für mich ist. Das müssen Sie bitte verstehen, weil wir haben, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr dem Rudi signalisiert, etwas mehr, etwas weniger, dass wir doch sehr gerne mit ihm längerfristig zusammenarbeiten wollen. Ähnlich übrigens, wie wir es mit Otto Rehhagel vorhatten und auch realisiert haben. Auch Otto Rehhagels Vertrag geht bei Werder Bremen bis 1990. Das Präsidium hatte mir den klaren Auftrag gegeben, sieh zu, Willi, dass du das schaffst, den Rudi zu binden langfristig. Und ich hatte mir ja speziell eben in die Tage in Mexiko Zeit genommen, um mich speziell um diese Aufgabe zu kümmern. Das wäre überhaupt nicht machbar gewesen, nur von Werder Bremen. Rudi hat das eben bereits anklingen lassen, dass eine Firma gibt, die uns unheimlich geholfen hat. Sonst wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Auch viele Bremer Firmen, das muss ich auch an dieser Stelle sagen, helfen uns, den Rudi Völler in Bremen zu halten. Und das ist unheimlich toll, dass er nicht ins Ausland geht. Wir sind alle sehr dankbar dafür in Bremen und wir hoffen, dass der Rudi nicht nur 1, 2, 3 Jahre bleibt, sondern er soll so lange bleiben, wie er möchte und möglichst immer für Werder Bremen spielen, so wie Uwe Seeler immer für den HSV gespielt hat. Hat er das Präsidium eigentlich dem Otto Rehhagel freie Hand gegeben, noch den einen oder anderen Spieler zu kaufen, neu? Das Präsidium hat Otto Rehhagel immer freie Hand gegeben, seitdem er bei uns arbeitet, in sportlichen Fragen so zu entscheiden, wie er es für richtig erachtet. Wir setzen ihn nicht unter Druck, sondern er macht das genau, was er für notwendig erachtet, um unsere Mannschaft wieder an die Spitze der Bundesliga zu führen. Und insofern... Wieder auf den zweiten Platz. Das wär vielleicht schön, wenn wir auch mal Erster würden. Ich glaube, alle wünschen es Ihnen. Nichts gegen Bayern München. Wunderbare Mannschaft und vor allen Dingen die Mannschaft mit den besseren Nerven, wie wir gesehen haben in der letzten Saison. Den nächsten Elfer wird dann der Rudi schießen, wenn es wieder soweit ist, ne? Ja, ne, nach wie vor wird es wahrscheinlich der Michael Kutzer machen. Hm. Der ist gut, das hört sich ein bisschen paradox an, der hat den einen Elfmeter verschossen, aber es ist für mich trotzdem, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, es ist für mich trotzdem der beste Elfmeterschütze, der in der Bundesliga die Elfmeter schießt. Ne? Weil der hat vorher, was weiß ich, 20, 30 Elfmeter in Reihenfolge reingeschossen, nur halt den allerwichtigsten in seinem Leben hat er nicht reingeschossen. Ne? Das passiert ja so manchmal, es gibt ja auch einige Möglichkeiten, das wieder gut zu machen, wenn man nicht gleich danach die Karriere beendet, das hat richtig, er nicht getan. Sind Sie komplett wieder fit? Im körperlich und auch was das geistige Überwinden einer solchen schwierigen Situation angeht? Ja gut, da gibt es sicherlich, ist es so, dass ich direkt nach der Verletzung, als ich dann die ersten Spiele wieder gemacht habe, auch in der Nationalmannschaft so ein kleines Hoch hatte. Das haben aber dann viele Ärzte mir auch schon gesagt, dass dann irgendwann, bis wann die bis hoch waren, praktisch die beiden Länderspiele in Deutschland noch gegen Schottland und Holland, gegen Holland und Jugoslawien. Ja. Und danach dann in Mexiko auch nach
zwei, drei Wochen nach den ersten Spielen, dann habe ich schon gemerkt, wie auf einmal ein bisschen so die Kraft nachlässt, wie alles ein bisschen weniger wird. Und deshalb habe ich auch letztendlich dann gegen Ende eigentlich nicht mehr von Anfang an gespielt, weil ich gemerkt habe, oder weil auch der Teamchef gemerkt hat, dass es ein bisschen weniger wird. Gut, jetzt hoffe ich natürlich, das, was, wie ich dann danach gelassen habe, dass ich natürlich jetzt wieder langsam so an meine Topform rankomme. Im Moment habe ich immer noch so ein paar kleine Blessuren, so seit einer Woche, so eine leichte Verhärtung im Oberschenkel, die mich auch hin und wieder zum Aussetzen gezwungen hat. Aber ich hoffe, das bis zum ersten Spiel gegen Nürnberg dann doch überwunden zu haben und dann wirklich mal wieder, je mehr Spiele ich habe, doch meine alte Form wieder. Wie ging es denn gestern beim Turnier in Rotterdam? Ja, wie ich schon gesagt, da ging es nicht so gut. Ich habe schon seit knapp 8-9 Tagen eine Verhärtung im Oberschenkel und gestern musste ich leider nach einer halben Stunde raus. Einfach nur so, weil ich halt nichts riskieren wollte. Ich wollte halt gerne spielen, um, wie gesagt, um Spielpraxis zu bekommen. Das sind also gute Chancen, sowas zu nutzen. Wir haben gegen Everton gestern gespielt, haben da nach Elfmeterschießen gewonnen. Und hat halt nur eine Halbzeit gereicht. Ich werde auch das Endspiel nicht mitmachen. Gar nicht, keine Minute. Nee, gar nicht. Vorsichtshalber. Das ist halt das Risiko jetzt zu groß, weil wir nächste Woche schon gegen Nürnberg spielen und das will ich natürlich nicht riskieren. Ich werde mich jetzt hier ein, zwei Tage behandeln lassen und werde dann Dienstag wieder anfangen im Training. Das war ja wirklich fast tragisch zu nennen, was Ihnen da passiert ist, ziemlich zu Beginn der vergangenen Saison. Ich behaupte immer noch, das hat Werder Bremen den Meistertitel gekostet, denn die Ausgangslage wäre sicherlich ganz anders gewesen. Jetzt ist das fast das gleiche Bruno Petzal passiert. Wie geht es ihm denn mit? Wann können Sie mit ihm rechnen, dass er spielen kann? Das ist richtig, ist auch so tragisch. Ne? Auch praktisch ziemlich am Anfang der Saison, jetzt noch vor dem ersten Spiel noch passiert. Und wir haben einige Spieler, ich auch, mit ihm telefoniert schon. Und die Operation ist sehr gut verlaufen. Er ist also, hat einen Innenbandriss. Und es wird so sein, dadurch halt natürlich, dass die Vorrunde relativ kurz ist. Also wir sind schon, glaube ich, Anfang Dezember, sind die letzten Spiele. Richtig, dann wird er wahrscheinlich schwierig, es wird schwierig sein, für ihn da nochmal eingreifen zu können. Aber gut, bei so einer Verletzung darf man auch auf ein, zwei Spiele nicht schauen. Das habe ich auch nicht gemacht. Entscheidend ist, dass man von selbst aus wieder topfit wird und dann in der Rückrunde dann eingreifen kann. Für Sie, Herr Lemke, hat sich der Vize-Weltmeistertitel der deutschen Nationalmannschaft ausgezahlt, ganz offensichtlich. Sie haben so viele Dauerkarten verkauft wie noch nie zuvor. Fast 6.000 habe ich gelesen. Also finanziell wird Werder Bremen jedenfalls auch wieder zurechtkommen. Ja, das ist immer der Wunsch eines jeden Managers, das so zu organisieren, so anzulegen, dass das, was man sich am Beginn des Jahres im Wirtschaftsplan vornimmt, auch nachher aufgeht. Und das ist natürlich ein wunderbares Fundament, dass wir mit 6.000 Dauerkarten schon wahrscheinlich jetzt ins Rennen gehen, ist eine super Sache. Sicherlich einerseits die Konsequenz des Erfolges der Nationalelf, aber andererseits auch mit Sicherheit eine Bestätigung unserer eigenen Zuschauer, die sagen, wenn auch das letzte Quäntchen Glück dann gefehlt hat, ihr habt uns ein Jahr tollen Fußball geboten und dafür kommen wir wieder zu euch. Richtig. Vielen Dank, Herr Lemke. Rudi, trotz Verletzung, Verhärtung, Torband wartet. Ist doch klar. Machen wir. So, wollen wir mal sehen, was er heute schafft. Ich wage gar nicht zu sagen, wie viel er schon reingebracht hat. Die meisten erinnern sich wahrscheinlich sehr gut daran, aber ich will hier keine großen Vorgaben geben. Drei unten rechts. Aha. Ja, die Verletzung. Ne? Oh, der war schon ganz dicht dran. Sollen wir den Ball mal wechseln, oder? War gut genug. Weltmeisterschaftsbälle natürlich. Ja. Zu präzise. Ja. Und jetzt oben. Jetzt müssen wir doch den nehmen. Mal durch? Nee, ne? So, noch einen, jetzt kann ich es ja sagen, beim letzten Mal hat er 5 getroffen. Er steht ganz oben in der Liste. Ein Ding noch. Ah. Vielen Dank. Beim nächsten Mal 6. Herr Lemke, vielen Dank. Wir drücken die Daumen. Yeah, das war er. Das wünscht sich jeder Moderator eigentlich immer, dass er so im Weggehen, da sind wir, im Weggehen mal so einen hinterher schießt und der dann drin ist. Ich habe das noch nie versucht, ist mir zu gefährlich.
Meine Damen und Herren, wir kommen... Das Duell an der Tabellenspitze lieferten Bayern München und Werder Bremen. Also wir wollten einfach einmal wissen, wie denn die Aussichten stehen, ob sich das in dieser Saison wiederholen kann. Es gibt sicher einige Favoriten, auch noch neben diesen beiden Mannschaften. Die Stuttgarter fallen mir da ein, Borussia Mönchengladbach sicher, Leverkusen, vielleicht endlich einmal wieder die Kölner oder doch noch einmal der HSV. Wenn ein Regisseur das Drehbuch für die nächste Saison schreiben würde, er würde sicher wieder ein Duell dieser beiden inszenieren, denn die Rollen sind verteilt. Da sind in Anführungszeichen die bösen Bayern, die einfach schon viel zu viel gewonnen haben und deshalb kaum noch Sympathien genießen. Auf der anderen Seite die guten Bremer, die immer schon einmal die Meisterschüssel fast in der Hand hatten und im letzten Augenblick ist sie ihnen immer wieder weggeschnappt worden. Waldemar Hartmann hat sich für uns bei den Bayern und Ludwig Everts bei Werder Bremen einmal umgeschaut. Münchner Marienplatz, 26. April 1986. 20.000 Anhänger des FC Bayern feiern die deutsche Meisterschaft. Einen Titel, an den die wenigsten noch geglaubt hatten. Außer Trainer Udo Lattek, der auch bei 4 Punkten Rückstand auf Werder Bremen noch immer optimistisch blieb. Seine Vertragsverlängerung in München hatte sicher auch mit dieser Meisterschaft zu tun. München, 20. Juli 1986. 20.000 Fans des FC Bayern kommen zum Tag der offenen Tür. Die Spieler und Verantwortlichen des Clubs präsentieren sich zum Anfassen. Der erfolgreichste deutsche Fußballverein wirbt um sein Publikum. Im Mittelpunkt des Interesses natürlich die Neuen, zum Beispiel Andreas Brehme, für 2,2 Millionen Mark vom Betzenberg zum FC Bayern gewechselt. Oder Hansi Dorfner, der nach einem sehr erfolgreichen Gastspiel beim 1. FC Nürnberg wieder an die Isar kam. Das Gedränge war groß und Uli Hoeneß, der Manager, fürchtete um seine teuren Angestellten. Doch zum Ausklang kam dann wieder Freude auf. An der Isarküste, im weißblauen Land, gibt's den Fußball noch Bayern. An der Weser ist der Schock über die verpatzte Meisterschaft wohl verdaut. Werder ist wieder die Zugnummer im Norden. 6.000 verkaufte Dauerkarten bedeuten Rekord. Das viel zu kleine Weserstadion wird wohl bald wieder aus allen Nähten platzen und das trotz erhöhter Eintrittspreise. Für eine extra Werbeveranstaltung oder zünftige Saisoneröffnung wie in München sah der Manager denn auch keinen Grund. Ich will mal so sagen, unsere PR-Veranstaltungen waren die Spiele, die letzten Spiele hier im Weserstadion, die waren so spannend und so dramatisch vor ausverkauften Häusern. Also eine bessere Werbung konnten wir gar nicht machen für unsere Spiele der neuen Saison. Während die heimischen Fans bei der Saisonvorbereitung leer ausgehen, betreibt Werder Imagepflege auf hochdotierten Turnieren in München-Gladbach und an diesem Wochenende in Rotterdam. Eine reizvolle Aufgabe gegen internationale Spitzenclubs. Und es geht ums Prestige. Schließlich waren hier im letzten Jahr die Bayern zu Gast und die verloren im Finale. Die Bayern indes ließen sich in Tirol verwöhnen. Andi Brehme machte schon vor dem Spiel eine überaus gute Figur. Trainer Lattek stellte das fachmännisch fest. Und Lattek durfte sich weiter freuen. Seine Mannschaft spielte schon wie aus einem Guss. So, als ob es für die Nationalspieler nie eine kräftezehrende Weltmeisterschaft oder für den Rest der Mannschaft ein an die Substanz gehendes hartes Trainingslager gegeben hätte. Als Lehrstück das 1:0 gegen den FC Tirol, früher Wacker Innsbruck, durch Reinhold Matti. Dann Entsetzen auf der Bayernbank, Brehme am Boden. Doch Notarzt Dieter Hoeneß diagnostiziert, nicht weiter schlimm. Andi Brehme, der Optimist. Wie sieht es denn aus, die Favoritenrolle der Bayern? Sehen Sie die selbst auch so? Ich kann nur sagen, die 13 Trainer, die haben recht, wenn sie uns als Meisterschaftsfavorit stempeln. Und das werden wir auch werden, hoffe ich jedenfalls. Ihr Tipp für die Meisterschaft? Ja, Werder wird Meister. Der Mann mit dem gesunden Optimismus heißt Dieter Schlindwein und ist Werders einzige Neuerwerbung. In einer Bremer Nobelherberge wurde der Ex-Mannheimer am Mittwoch den Journalisten präsentiert. Coup des Tages war aber nicht etwa der Blitztransfer, sondern die Vertragsverlängerung von Völler. Ein Sponsorenvertrag auf Lebenszeit für den Superstar. Bis 1990 soll er nun für Werder stürmen. Wenn er vorher unbedingt ins Ausland wechseln will, kann er gehen. Die Bayern aber müssen ihn endgültig abschreiben. Das ist so eine starke Mannschaft. Das haben wir jetzt wieder gesehen bei dem Turnier in Gladbach. Die können auch so Meister werden, ohne dass ich das spiele. Die sind wirklich sehr stark und haben auch sehr gute Stürmer.
Zum anderen war natürlich der Reiz da, aber für Bayern München zu spielen, ist ganz klar. Ich habe mir schon meine Gedanken gemacht. Das ist klar, jeder würde mal gerne bei Bayern München spielen. Aber wie gesagt, ich bin in Bremen, habe ich mir doch so eine gewisse Position aufgebaut. Auch bei Puma, die ja das mit ermöglicht haben, dass ich jetzt in Bremen bleibe. Und deshalb war die Entscheidung eigentlich klar für mich. Beim FC Bayern zu spielen, davon träumen viele. Doch die Verantwortlichen in München wollen mit den Träumen Völlers nichts zu tun haben. Das ist ausgesprochener Blödsinn. Wir sind nie am Rudi Völler dran gewesen. Wir haben immer gesagt, dass es ein Mann wäre, der für uns in Frage käme. Aber wir haben nie konkret mit ihm verhandelt, weil es einfach für uns gar nicht machbar war. Es freut mich, dass er jetzt bei Bremen unterschrieben hat und dass er vielleicht in Deutschland bleibt. Wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, ihn zu kaufen, hätten wir es sicherlich getan. Aber wir sind nicht an ihm dran gewesen. Dran waren die Bayern an Hansi Dorfner und er kam auch. Der Mittelfeldspieler, der beim Nürnberger Club die Fäden zog, leidet allerdings noch an den Folgen einer dreimaligen Knieoperation. Doch er selbst und auch Lattek gehen davon aus, dass er sich einen Platz in der ersten Formation erkämpfen kann. Dass dies schwer wird, ist Dorfner klar, denn vorerst steht die Elf. Sie hat das gleiche Gesicht wie die Meister- und Pokalsiegermannschaft. Nur der Däne Søren Lerby, der sein Geld jetzt in Monaco verdient, fehlt. Garanten für eine weitere erfolgreiche Saison sollen natürlich die Nationalspieler sein. Von denen besonders Norbert Eder nach seiner tollen Weltmeisterschaft noch mehr, wenn überhaupt möglich, an Selbstvertrauen gewonnen hat. Er und Klaus Augenthaler werden die Bayern-Abwehr zusammenhalten. Bei Werder diktiert immer noch das Verletzungspech die Mannschaftsaufstellung. Gegen den englischen Vizemeister Everton lief Benno Möhlmann an seinem 32. Geburtstag wieder mit auf. Auch der kleine Norbert Meyer meldet sich zurück. Aber es fehlen mit Sitka, Neubart, Kutzop und vor allem Bruno Petzai wichtige Stützen im Team von Otto Rehhagel. Der österreichische Weltklasse-Libero fällt nach seiner Knieoperation für einige Monate aus. Werder ohne Petzai, das ist fast undenkbar. Bruno Petzai, den können wir überhaupt nicht adäquat ersetzen. Das ist eigentlich unser wichtigster Mann überhaupt. Was die Bremer den 30.000 Zuschauern in Rotterdam boten, war gewiss keine Offenbarung. Schon gar keine Werbung für den deutschen Fußball. Da lief wenig zusammen, es gab kaum nennenswerte Torchancen. Pfeifkonzert und Frust auf den Rängen, als dann nach 20 Minuten Rudi Völler dort Platz nimmt, wo er in der vergangenen Saison seinen Stammplatz hatte, auf der Bank. Was war der Grund, warum Rudi Völler schon nach 20 Minuten das Feld verlassen musste? Ja, Rudi hat wieder im Oberschenkel, glaube ich, ein leichtes Ziehen gespürt. Das deutet vielleicht auf eine angehende Zerrung hin. Das sind immer noch die Nachwirkungen der gesamten Geschichte des letzten halben Jahres. Er war auch bei der WM ja nicht hundertprozentig fit, ist bis heute noch nicht so fit, wie ich mir das wünsche. Und es wird sicher noch ein schwieriger und langer Prozess werden, bis Rudi Völler wieder der alte Rudi Völler ist, der er mal vor einem halben Jahr war.